Clean Stones haben wir zum Glück noch ein paar dabei. Huch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wie ich immer wieder auf das gleiche... War das nicht Clean Stones? Oder waren das doch Eisenblöcke? Verdammt, jetzt bin ich verwirrt. Bin ich doof? Ja, willst du mich verarschen? Ich habe jetzt genau von denen keinen mehr dabei. Das ist doch unfassbar. Wupp. War das... Bin ich denn doof? Also abgesehen davon, das ist natürlich... natürlich. Abgesehen davon jetzt aber... Alter. Hä? Alter, ich bin doch nicht bescheuert, oder doch? 1, 2, 3. Da geht ja gar nichts mehr. Das waren oben auf jeden Fall die Eisenblöcke. Und unten dachte ich eigentlich auch. Bin ich denn... Ich zweifle jetzt an mir selbst. Wir haben die ja schon ein paar Mal gemacht und das war immer... Nee, als Fuß kam entweder, war das Stein oder es war Eisen. Ich weiß es nicht mehr genau. Verstehst du das? Natürlich nicht. Nein, lauf nicht weg. Oh ja, der Wolkenpalazzo fehlt. Der fehlt. Wir haben auch noch, wir haben noch die Arena. Die wollten wir auch noch ein bisschen weitermachen. Das Ding hier ist auch noch nicht fertig. Ganz geschweige denn dieses Ding da. Aber manchmal muss man einfach weiterziehen und auch mal das machen, worauf man Lust hat, auch wenn es vielleicht mal einfach was anderes ist. Ist ja bei Minecraft genauso. Weil wir haben uns jetzt so lange am Staffel 1 Gebiet aufgehalten, ganz ehrlich. Das Gebiet hier ist dagegen natürlich quasi noch jungfräulich. Und dafür aber auch noch nicht so aufwendig. Ich frage mich, wieso das nicht... Derpy? Derpy? Okay, war irgendwas anderes. So. Tja, packe ich da erstmal hier rein. Und notfalls auch mal 1, 2, 3. Was davon? Ich packe mal alles da rein. Der braucht ja eh Eisen. Ist ja der Schmied hier. Und eigentlich müssen wir da natürlich noch Waffen reinmachen. So Schwerter und sowas. Pi, pa, po, po, pa, pi. So, jetzt haben wir den Schmied da also drin und wir brauchen noch eine Taverne. Die würde ich gerne weiter hier vorne oder weiter da hinten? Ich bin mir da eigentlich ganz so sicher. Ich glaube, die mache ich weiter hier hinten. Hier ist eine Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eingang. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So. Wir können den Gang dahinter ja natürlich wieder zuhebeln, aber ich wollte gerne... Also ich habe gedacht, dass ich dann auf jeder Seite hier so 8 mache quasi. 1, 2, 3, 4... Ich hoffe nur, der Platz reicht dann auch. Weil eine Kneipe ist ja ein bisschen größer. Eine Kneipe besteht ja nicht nur aus Kneipe, sondern meistens hat die ja auch eine Küche mit bei und sowas. So, wie viel haben wir denn da jetzt? So, dann mache ich ja mal ganz kurz, hier mache ich dicht. Wir werden dann wahrscheinlich auch einen Kneipier brauchen und ein paar Bedienungen. Das heißt, die werden natürlich... Und ich hätte gern tatsächlich für die alle so einen Tagesplan... Dass die tagsüber oder vielleicht gegen Abend in der Kneipe arbeiten. Weißt du, und sich dann so morgens um 4 legen die sich dann hin und kommen dann eher so mittags in die Kneipe, um zu arbeiten.
So. Okay, da wäre dann eine Kreuzung quasi, aber wir haben die Wand ja schon markiert. Sehr gut. Jetzt fliegt ja wieder irgendwie so ein Viech rum, das ist nicht so gut. Wupp, wupp, wupp. Hier ist Wand. Wupp, wupp, wupp. Und hier ist ja dann eh, obwohl hier müsste ich dann eigentlich... So, eine Treppe könnte man dann noch brauchen, aber egal. Komm, wir machen die einfach mal erstmal so dicht. Dann haben wir hier zwar eine Sackgasse, da kann man später noch ausbauen oder sonst irgendwas. Ist ja erstmal egal. Und eigentlich müsste man hier eine Zweiertür machen, weil so eine Taverne ist ja eigentlich auch schon ein bisschen größer. Ich fände es zwar eigentlich cooler, wenn die direkt hier zu Anfang wäre, aber, oder? Können wir das machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das scheint ja so nicht ganz zu klappen. So, das hier ist die Rückwand vom Schmied. Das heißt, das müsste dann genauso gut die Wand theoretisch von einem Gebäude sein. Ist natürlich nicht so geil mit der Lava hier direkt hinter der Wand, aber egal. So, Moment, ist gerade ein bisschen dunkel, ich weiß, aber hier ist schon wieder ein bisschen Licht. Ich mache mal ganz kurz eine Fackel, damit ihr was seht. So, dann mache ich hier nämlich mal, hier müsste gleich dann die andere Wand kommen, da ist sie schon. Dann mache ich vielleicht doch hier die Taverne rein. Muss ja nur mal zählen, wie groß die dann insgesamt überhaupt wird. Und da muss ich mal gucken, ich habe damit noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man dann irgendwie so eine Spelunke aufbaut. Da muss ja ein Tresen muss da sein, da müssen natürlich ein paar Tische da sein, an dem man sitzen kann und so weiter und so fort. Aber so richtig Ahnung habe ich davon jetzt auch nicht. Ich habe mir jetzt auch keine Gedanken gemacht, wie die aussieht. Wenn ich an eine Taverne denke, denke ich irgendwie immer an diese erste Taverne, wo man reingeht, von Baldur's Gate. Ich weiß gar nicht, wie die Anfangsstadt heißt. Habe ich ganz vergessen, wo man da anfängt gerade. Aber da muss man am Anfang auch in so eine Taverne reingehen und an die denke ich dann irgendwie immer. Ich weiß gar nicht warum. Wir könnten natürlich auch einen Saloon bauen. So mit diesen Spucknäpfen. So, lustiges Lied übrigens aus dem Spiel Bastion oder Bastion. Sin with Sebastian. So, wird auf jeden Fall ein bisschen größer, wie es aussieht. Da oben ziehe ich nochmal die Decke raus. Da das hier die Rückwand vom Schmied ist. Hier mache ich jetzt mal wieder zu. Das gehört sich nämlich sonst nicht. Und dann muss ich mal ganz kurz... Wieso habe ich jetzt auf einmal Platz? Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ist doch noch gleich. Eigentlich sind die Lavageräusche super für eine Küche, ne? Wenn man so eine Küche baut, das hört sich dann an wie blubbernde Kochtöpfe eigentlich. So dieses Soundding dabei, außer das Boom, Boom. So. Huch, Mist. Dann mache ich hier mal weiter. Ich reiße hier mal die Decke raus. Lalalala. Da muss ich das noch ausmessen, wie viel auf wie viele Blöcke wir hier insgesamt kommen.
Das heißt, wir haben unser kleines Etablissement auch hier wieder direkt unter dem Wald, wie es aussieht. Und eigentlich könnte man so eine Taverne doch super nutzen, um auch einen Geheimraum zu machen. Am besten irgendwo hinter der Vorratskammer oder sowas. Und von diesem Geheimraum gibt es noch einen Fluchtweg in den Wald oben drüber. Wäre gar nicht so schlecht. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey! Aber das sind ja nicht nur 7. Das sind ja 2 mal 7 plus 1. Das sind ja 15. Aber ich gehe hier nicht 15 in die Tiefe. Ich mache den zwar noch ein bisschen tiefer. Moment, hier auch noch eine Fackel. Wir wollen es ja platzmäßig auch mal nicht übertreiben. Aber natürlich die XP hier nehmen wir mit von der Kohle, das ist natürlich klar. Und wir müssen ja sowieso Dingens bauen, also hier Kobbelwände. Insofern ist es ja egal, da kann ich ja ruhig müssen. Klingeling, da klingelt die Kasse. So, Eisen gibt's auch noch. Da freut sich der Schmied natürlich wieder ein bisschen. Alter! Jetzt übertreibt's mal nicht. Das ist keine Höhle, das ist der Schmied. Huch. So, jetzt muss ich mal ein bisschen beeilen. Jetzt hau ich ja mal ein bisschen was in die Kiste. Und zwar Kobbel haben wir ja eh keine Sorgen mit. So, dann gehen wir hier einmal mal rein. Ich finde den Eingang immer noch ein bisschen sehr klein für eine Taverne. So. Alles einsteigen, zugestiegen, dabei sein. Plup, 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 plup. Hier mache ich dann auf die andere Seite vom Schmied. Huch. Auf die andere Seite vom Schmied mache ich dann wahrscheinlich die Küche. Dann hat man nämlich das Geblubbel, hat man dann direkt für die Kopftöche. Für die Kochtöpfe. Das ist eigentlich ganz geil. Dann haben wir da direkt eine schöne Soundkulisse für. Muss ich wahrscheinlich, als Kochtöpfe muss ich wahrscheinlich Cauldrons nehmen oder sowas. Ja, ein Weinfass. Ich überlege gerade, wie man so ein Weinfass machen könnte. Muss natürlich da auch irgendwie lagern. Sowas braucht man natürlich auch. Und die Taverne soll aber nicht zu groß werden, weil das ist ja immer noch so eine Kaschemme hier eigentlich. Und jetzt wird die doch schon größer als gedacht gerade wieder. Andererseits muss natürlich auch eine vernünftige Taverne werden, ist ja klar. So. Dann grabe ich mich mal hier hinter. Hier links, wie gesagt, ist der Schmied. Und da blubbert es ganz toll. Und dann kann man nämlich hier so eine kleine Küche machen. Nicht zu groß. An die Küche müsste dann quasi noch der Vorratsraum grenzen irgendwo. Wobei ich noch nicht genau weiß, wo ich das mache. Toll wäre es natürlich, wenn der Vorratsraum bei Herrn Dreck rauskommt. Das wäre natürlich richtig schön, wenn der Herr Dreck sich quasi so ein... Ne, der muss ja auch irgendwie überleben, wenn der sich dann quasi so einen kleinen Versorgungstunnel quasi geschaffen hätte. Ich mache hier nochmal eine Wand, reiße ich nochmal raus. So. La 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 la. Eidiwei. So, warte. Achso, nee, das kann ich ja lassen. Jetzt muss ich noch gucken. Hier in die Ecke haue ich auch nochmal ganz kurz eine Fackel und ich glaube, ich muss schon wieder ein bisschen abladen. Ja, sieht momentan noch ein bisschen sehr karg aus hier, unser Etablissement, aber natürlich wird es hinterher noch viel karger aussehen, wenn wir damit erst fertig sind.